Herzlich willkommen zurück zum Arbeitsblatt Geradengleichungen. Wir sind jetzt beim Fenster Kartesisches Koordinatensystem. Wie der Name bereits verrät, beschäftigen wir uns in diesem Video mit dem kartesischen Koordinatensystem. Und nach diesem Video kannst du Punkte in ein kartesisches Koordinatensystem einzeichnen. Hier sehen wir nun zwei Achsen, die in einem rechten Winkel aufeinander stehen. Die waagrechte Achse bezeichnen wir als X-Achse. Sie wird manchmal auch horizontale Achse, erste Achse oder auch Abszisse genannt. Wir verwenden aber meistens den Namen X-Achse und beschriften sie deshalb auch ganz einfach mit einem X. Die senkrechte Achse bezeichnen wir als Y-Achse. Sie wird manchmal auch vertikale Achse, zweite Achse oder Ordinate genannt. Wir werden aber meistens den Namen Y-Achse verwenden und beschriften sie deshalb ganz einfach mit einem Y. Auf diesen Achsen sehen wir nun mit Strichmarkierungen eingezeichnet und diese Strichmarkierungen haben immer denselben Abstand zwischeneinander. Das heißt, auf einer Achse muss der Abstand zwischen je zwei Strichen immer gleich groß sein. Dieser Abstand könnte man theoretisch auf der Y-Achse anders wählen als auf der X-Achse, aber innerhalb einer Achse ist der Abstand zwischen zwei Strichen immer genau gleich groß. Für die meisten Fälle eignet es sich am besten hier einfach den Abstand 1 zu wählen und das heißt, wir können unsere Markierungen beschriften mit 1, 2, 3 und ins Negative dann mit minus 1, minus 2 und minus 3 und wir wählen nun für die Y-Achse den Abstand genau gleich groß. Das heißt, wir beschriften diese mit 1, 2, 3 und im negativen Bereich der Y-Achse dann mit minus 1, minus 2 und minus 3. Wie man hier auch schön sehen kann, teilen unsere Achsen die sogenannte Zahlenebene in vier Quadranten. Wir haben hier rechts oben den sogenannten ersten Quadrant. Dabei sind wir sowohl für die X-Achse als auch für die Y-Achse im positiven Bereich. Und von hier aus gehen wir links weiter und nennen diesen Bereich hier den zweiten Quadrant. Hier ist unsere Y-Achse im positiven Bereich und bei der X-Achse sind wir im negativen Bereich. Den Bereich hier unten bezeichnen wir als dritten Quadrant und hier drüben als vierten Quadrant. Hier haben wir nun vier Punkte gegeben, die hier auch rechts im Koordinatensystem schon eingezeichnet sind. Ein Punkt in einer Zahlenebene ist durch die Angabe seiner Koordinaten eindeutig definiert. Wenn wir uns das Ganze jetzt beim Punkt A anschauen, dann haben wir hier die Werte 2 und 3. Dabei ist der Wert 2 unsere x-Koordinate, also der Wert, der hier links steht, entspricht dem Wert auf der x-Achse, also unsere x-Koordinate. Und der Wert, der hier rechts steht, also der Wert 3, entspricht unserer y-Koordinate. Das heißt, wollen wir nun den Punkt A in unserem Koordinatensystem finden, beginnen wir hier im Ursprung beim Wert 0, 0 und gehen zunächst entsprechend unserer x-Koordinate zwei Schritte nach rechts. Das heißt, wir beginnen hier im Ursprung und gehen von hier weg zwei Schritte nach rechts und landen dann hier auf der x-Achse beim Wert 2. Und nun entsprechend unserer y-Koordinate gehen wir vom Punkt 2 hier auf der x-Achse weg und gehen drei Schritte nach oben. Das heißt, von hier weg gehen wir drei Schritte nach oben und landen dann genau bei unserem Punkt A. Das heißt, vom Ursprung weg haben wir einen x-Abstand von 2, genau unsere x-Koordinate, und einen y-Abstand von
frei und haben so den Punkt A in der Zahlenebene hier gefunden. Versuche nun das Gleiche mit den Punkten B, C und D zu machen und überprüfe, ob die hier richtig eingezeichnet wurden. Pausiere dazu kurz das Video und im Anschluss werden wir dann gemeinsam das Ganze noch überprüfen. Gut, also kontrollieren wir, ob der Punkt B hier richtig eingezeichnet wurde. Unsere x-Koordinate ist minus 3 und unsere y-Koordinate ist 2. Das heißt, vom Ursprung weg gehen wir 3 Schritte nach links, also unsere x-Koordinate ist minus 3 und landen dann hier. Und gehen jetzt von hier aus 2 Schritte nach oben und landen dann beim Punkt B, der die Koordinate minus 3, 2 hat. Für den Punkt C ist unsere x-Koordinate minus 4, das heißt vom Ursprung weg gehen wir auf die Stelle minus 4 auf der x-Achse, also 4 Schritte nach links. Und unsere y-Koordinate ist minus 2, das heißt von hier weg 2 Schritte nach unten und landen dann genau beim Punkt C. Beim Punkt D ist die x-Koordinate 4, das heißt wieder vom Ursprung weg gehen wir 4 Schritte nach rechts, landen dann hier. Und unsere y-Koordinate ist minus 3, das heißt wir gehen jetzt 3 Schritte nach unten und dann landen wir genau beim Punkt D. Dieser hat die Koordinaten 4 und minus 3. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.